Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Xenoblade 1. In der letzten Folge haben wir uns die Geschichte von Schala angehört, was in Colony 6 passiert ist, und sie hat sich uns angeschlossen, weil Juju sich alleine auf den Weg nach Colony 6 gemacht hat. Und falls euch wundert, warum hier jetzt die Charakter ein bisschen anders ausschauen, es liegt an der Ausrüstung. Ich habe mir offcam nämlich mal angeschaut, was für eine Ausrüstung wir denn so da haben und so. Ja. Ich habe halt das Beste, was möglich war, bei den Leuten angelegt. Und ja. Ich glaube, ich habe zumindest alles Beste angelegt. Hä? Moment. Was hat das bei ihm? Ätherabwehr. Oder ich brauche die. Wer braucht denn die Äther? Ah, mache ich einfach bei Schulk drauf. Fertig. Aber das sieht so komisch aus, ne? Die ganzen Kleidungsstücke. Und ja, wir haben dann letzte Folge auch noch angefangen zu erkunden. Und dann machen wir heute weiter, dass wir ein bisschen aufleveln können auch. Weil wir kommen mit der Story in den nächsten Boss gegenüber. Oder einen Boss, dem ersten? Ne, die Spinne war ja auch ein Boss. Einem weiteren Boss gegenüber, und die sind halt sehr stark. Ah, scheiß drauf. Hässlicher Wolf. Als ob das echt so der Name ist. Machen wir mal hier. Und ich finde eigentlich jetzt, das Kämpfen macht deutlich mehr Spaß, seitdem man drei Gruppenmitglieder hat. So. Heilen. So, hier. Backslash. Ich glaube, Karl, den anderen müssen wir dann hier. So. Und fast down. Holy shit. Okay. Schatztruhe. Da haben wir schon wieder ein neues Ausrüstungsteil. Warum haben wir da schon wieder ein neues Ausrüstungsteil gekriegt? Gut. Ja, yeah. Okay. Level 14 ist also noch zu stark für uns. Aber Level 13 nicht mehr. Okay. Es funktioniert, aber einer funktioniert zu was von. Ja, dann müssen wir die da vorne auch platt machen. Alle auf einen, ja. Komm schon, what? Hä? Achso, ich habe Heilung ausgewählt gehabt. So, down. So. Komm, Alter, what the hell? Backslash, hier. Der ist fast down. Okay, das funktioniert gegen die Wölfe relativ gut. So. Gut, down. Sonst noch eine Schatztruhe? Nee. Okay. Dann können wir hier jetzt ein bisschen... Keine Ahnung, was ist das? Farmen gehen. Ich muss jetzt echt mal... Nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Erstmal farmen wir das hier weg. Elektrokristall. So, wir müssen hier runter dann. Aber erstmal gehen wir wieder... Techniken? Was hat sie denn für Techniken? Metallsalbe. Können wir irgendwas steigern? Machen wir Metallsalbe mal hoch. Und Heilschuss. Schwertramme. Was haben wir denn drin? Hammerschlag haben wir dran.
Leichte Heilung, Schattenauge, Monado-Techniken vielleicht. Das Schild. Zusatzschaden. Nee, mach mal. Na, machen wir den Klingensturm ein bisschen stärker, weil das ist ja ein Rundumschlag und er trifft mehrere Gegner auf einmal, sorry. Wenn wir mehr haben. Was war's in der Hose, war's? Die für alle zu schlecht ist. Naja. Gut, dann gehen wir wieder weiter und schauen, dass wir ein bisschen mehr freilegen von dem Gebiet. Ja, wir haben jetzt einen Namen für hier gekriegt, das Wolfstal. Das hat uns ja bestimmt auch ein paar XP gebracht. Leider sehe ich das gerade nicht mit der Truppe, weil sie nicht angezeigt wird. Aber mal. Wir erkunden einfach nur die Umgebung. Es wird vielleicht in den nächsten Folgen nur sein, dass wir uns die Umgebung anschauen. Aber muss auch sein, weil dann kriegen wir dadurch einen großen Überblick, neue Teleportseiten, Items kriegen wir, neue Gegner können wir besiegen, gucken, wie stark wir gegen die Art von Gegner sind. XP farmen, alles Mögliche können wir damit. Naja. Und wo ist der Affe eigentlich, der Fette? Der läuft da hinten rum. Der Level 3, der Level 81 Affe, der mich schon abgenatzt hat. Aber naja. Und zwei Ausrufezeichen. Warum? Sind es Items, die ich mitnehmen kann? Da sind mehrere Ausrufezeichen. Das sind die Gegner. Moment, was? Level 77er. Was macht ein 77er hier? Ich bin nur hier beim Erkunden. Da hinten ist was, was wir für einen Auftrag brauchen. So. Mission erfüllt. Gut. Nix angreifen, einfach nur laufen. Wir brauchen eigentlich die Gegner hier. Nehmen wir die hier. So. Ihr Schild. So. Ich hoffe halt sehr stark, dass jetzt keiner der Rizanerus-Typen da hinten auf mich zuläuft. Das wäre sonst bescheuert, ne? Hier. Obwohl, die sind Level Stufe 11. Das sollte schon funktionieren, ja. Mach mal sie mal, weil sie hat ein bisschen weniger Leben als ich. So. Machen wir uns mal stärker. Gut. So. Airslash. Raum mit dem. Den hier. Ich muss mich mal ein bisschen heilen. Schild für alle. Backslash. Ach, das ist sogar eine der besonderen Art. Weil der so ein großes Ding hat. So. So. Nochmal den. Den. Kritischer Treffer bei Fluggegnern. Schläfert Feind ein. Naja, na, mach mal so. Mal das, das. So. Komm schon. Machen wir uns mal wieder stärker. Machen wir den Backslash. So. Den hier. Den Seitenstecher. Hessel hat er. Nehmen wir den hier.
Ja, der macht schon ein bisschen Schaden. So. Backslash. Aber den hier. Den Seitenstich. Auch wenn der jetzt nicht seitlich war, sondern von vorne. Ich habe mich gerade heilen. Gott. Aber das hat eine besondere Schatztruhe sogar. So. Rudernfeder. Rudernfeder. Was haben wir hier denn? Tempostiefel, Segensbrigatte. Ich muss echt mal Ausrüstung gucken. Ist es besser oder stärker? Schlechter. Kommt drauf an, wer es anhat, ne? Physische Abwehr ist halt deutlich besser. Das ist halt echt die Frage, ne? Geht halt meine meine Ether-Abwehr richtig nach unten. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt eher gerade. Das ist für jeden was. Also für uns erstmal. Dann kann sie vielleicht... Ja, das Tauchertop ist tatsächlich das Stärkste für sie, ne? Oder halt die Segensbrigitte, aber die Ether-Abwehr will ich bei ihr nicht wegtun. Machen wir was anders. So. So, hier. Okay, das ist kein besonderer Gegner. Das war also tatsächlich ein besonderer, den wir besiegt haben. So. Gut, down mit dem. So. Wir müssen noch einmal da runtergehen. Die müssen wir nicht besiegen. Die aber. Warum die? Und was ist das hier? Alle auf einen. Gut, ein Rundumschlag. Perfekto, er hat auch einen Rundumschlag gemacht. So. So. Perfekto. Hit. Und B drücken. Perfekto. So. Den hier. Den hier. So, mach mal die Harmonie. Den hier. Den hier. Verleiht einem Schadensimmunität. Den hier einfach. Perfekt. Und hinten Backslash und Down. Perfekto. So, abgenutzte Waffe. Rudern kam. Mottenkriecher. Ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen schwimmen dafür. Aber wir können jetzt die auch noch mitnehmen hier. Aber nach dem Kampf können wir aufleveln. Sieht so aus. So. Aber warum? Aber die sind jetzt tatsächlich sehr einfach, ne? So. Ja, wir sind jetzt aufgelevelt. Okay. Wir haben eine fette Rüstung gekriegt. Mal gleich angucken. Kettenstulpen. Typisch schwer. Das hätte halt richtig fette physische Abwehr, ne? Das heißt, was habe ich denn als gerade umgelegt? Meine Handschuhe. Ich glaube, ich mache vielleicht ihr noch ein paar Handschuhe. Nein, ihm.
So, was kann sie denn für Stufen jetzt? Macht irgendwas besser hier. Die Schuhe, die ich jetzt anhatte. Tempostiefel, Jägerstiefel. Was ist da rein? Was trage ich dann für Stiefel? Mach mal Jägerstiefel rein. Naja. Dann gucken wir mal ins Wasser. Was da für Sachen sind. Greift der Fisch uns an? Nö. Raberfisch. Aber die, gut, dass die uns auch nicht automatisch angreifen. Dann gehen wir noch zu der anderen Ader hinter, würde ich sagen. So. Die hier müssen wir nicht mehr angreifen, gut zu wissen. Die sind jetzt endlich auch zum Angreifen für uns. Level 10 ist sogar schon sehr unterlevelt für sind wir jetzt noch zu stark. Da wird nicht mal angezeigt, dass es leicht zu besiegen ist. Das ist dann einfach Pustekuchen. So. Gut, mal gucken, was hier ist für ein Bereich. Die muss ich kaputt machen. Die Schläger habe ich jetzt da. Gut. Alle auf einen. Perfekt. Down. So. Down. Backslash und down. Mission erfüllt. Ah, diese Schilde sollen Glück bringen. Ja, dann machen wir die noch platte. Alle auf einen und hier. Die sind tatsächlich sehr einfach zu besiegen mit unseren jetzigen Aufstellungen. Schöpferhasid. Ach, besiegen soll man die. Gut. So. Wir haben schon wieder Rüstung gekriegt. Wir kriegen gerade so viel Rüstung, das ist nicht mehr normal. So, das ist was wir mitnehmen müssen. Mottenkriecher. Perfekt. Dann haben wir die Sache ja auch. Und ich sag's mal so, ich glaube, wir versuchen jetzt bei jedem Gebiet, wo wir hingehen, die Karte aufzudecken. Dann kriegen wir ja schon durch das Aufdecken der Karte XP und alles Mögliche. So. Machen wir den hier. Down. Den hier. Ich glaube tatsächlich, den Seitenangriff, den tun wir als erstes raustun, falls wir eine neue Attacke kriegen, wenn wir keine mehr aufnehmen können. Weil irgendwie macht das nicht so viel Schaden, wie ich gehofft habe. Oder hoffe. So. Dann gehen wir mal hoch zu dieser Ader, würde ich mal sagen. Ich frage mich eigentlich, was das höchste Level ist, was man erreichen kann in dem Game. Bei den meisten Games ist es ja Level 99 oder 100 oder sonst was. So. Ich frage mich tatsächlich, was hier das Level Cap ist. Aber ich muss ihn nicht besiegen, ihr habt nichts für mich. Zumindest nichts Interessantes. Momentan zumindest. Und es ist mir einfach gerade die Zeit nicht wert. Ich will einfach nur wissen, was da ist und es abholzen, abbauen. So. Windader, Ätherader. Echt nur zweimal? Ein kleiner Windkristall und zwei kleine Windkristalle, okay. Okay. Muss ich echt mal gucken wegen der Ausrüstung.
Die Ätherabwehr, die da runtergeht, das ist nicht mehr normal. Nee, das Tauchertop ist für sie tatsächlich das Beste. Haben wir sonst noch was gekriegt? Kappe haben wir nix. Hosen haben wir noch ein paar, aber... Das Typo schwer. Weiß ich nicht, wann wir den benutzen können. Die Taucher-Shots, die werden... Was soll ich jetzt einfach das Taucher-Outfit bei ihr anziehen, ne? Naja, wir lassen es erstmal so. Sonst machen wir den Charakter noch kaputt. Und sie stirbt uns dann immer zu leicht. Das wäre blöd. Das wäre tatsächlich sehr blöd. So. Dann müssen wir hier lang und da drüben runtergehen, weil wir hier hoch sind. Dann machen wir jetzt noch 2-3 Minütchen oder so. Und nächste Folge machen wir einfach genauso weiter. Und bauen uns langsam zur Hauptquest vor. Wassernebula. Volkpion, Ponio. Down. Gut. Jetzt können wir dich auch umschmeißen. Den hier. Down. Und es ist fast down. Müssen wir sie nur besiegen oder müssen wir Materialien besiegen? Machen wir das vielleicht noch. Besiegen wir die Feld von Nios. Aber wir müssen aufpassen wegen dem Großen da. So. Gut. Gut, hier. Hier und down. Ich muss kurz gucken, wo ist denn der Große? Der ist da hinten. 4. Der ist über 16. Der dürfte ein bisschen anstrengender werden. Aber sollte noch machbar sein. Wir müssen da weg, weil der Große kommt. Weil der Affe kommt. Jungs, wir müssen weg, weil der Große kommt. Sonst hat der uns platt gemacht, das will ich nicht. Ist das im Wasser oder oben? Das Item. Ist im Wasser. Ich glaube, es ist zwar ein bisschen Ruf untereinander, die Harmonie ein bisschen kaputt gegangen, aber lieber das, als dass wir jetzt von dem Großen platt gemacht werden. Komm schon. Jawohl, Mission erfüllt. Samottenkriecher. Irgendwann geben wir bestimmt einen Charakter, mit dem wir auch im Wasser kämpfen können, oder? Oder irgendeine Fähigkeit, mit der wir im Wasser kämpfen können. Ich habe noch keine Ahnung. Gucken wir nochmal das Harmoniegespräch an. Was müssen wir dafür erreichen? In der Harmoniegesprächsliste. Harmoniegruppe, wie ist denn die? Wir sind super und wir sind so okay. So. Okay. Harmonie der Gruppe. Da passt alles. Wo kann ich das nachgucken? Harmoniegespräche hier. Coin 9. Ach, ich kann es nachgucken, wenn es freigeschaltet ist. Ja, das ist ja geil. Ich will ja gucken, was ich machen muss, dass es freigeschaltet ist. Da war eine Höhle. Ich wollte doch nicht runter. Ah, mal passiert. Ich bin runtergefallen.
Ich wollte einfach nur von dem Großen weg, weil Level 70 will ich noch nichts mit anfangen. Vielleicht machen wir es auch wirklich so, dass wir nächste Folge schon Richtung Ding gehen. Boss. Quest. Ich will nur hier entlang gehen, um das Gebiet freizuschalten. So. Wir gehen rein. Wir gehen rein. So, die machen wir platt und dann beenden wir die Folge. So. So. Gut. Den hier noch. Dann machen wir ein Schild. Und weiter geht's. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gucken wir uns noch ein bisschen das Gebiet an und gehen dann eventuell Richtung story-relevantes Ciel. Ciao. Euer Gladius.